an. Läuft? Ja. Hallo, ich habe geshoppt und das kommt ja nicht besonders häufig vor, aber wenn es vorkommt, dann teile ich ein bisschen mit euch, was ich mir so gekauft habe, denn ich habe festgestellt, dass es sehr vielen geht wie mir, dass es nämlich manchmal nicht so einfach ist zu wissen, was ist mein eigener Stil, wie finde ich Dinge, die mir gut stehen, was passt zu mir und so weiter. Und wie wahrscheinlich jeder von euch auch ab und zu, kaufe ich Sachen, die dann doch irgendwie total komisch aussehen. Manchmal, und jetzt mal so ganz unter uns, ich werde nicht wahnsinnig, hoffe ich, habe ich das Gefühl, es gibt kleine Männchen in meinem Schrank, die Sachen umfärben oder anders schneidern. Nicht zwangsläufig kleiner schneidern, aber irgendwie umschneidern, dass es plötzlich nicht mehr so sitzt wie beim ersten Mal. Ich verliere den Verstand. Das ist wohl die große Frage hier. Ich merke, dass ich nicht mehr allzu sehr schwimme, dass ich schon so ein Gefühl dafür kriege, was mir steht und so weiter. Und ich habe so ein paar kleine Experimente heute dabei. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Aber auch definitiv Sachen, bei denen ich mir sehr sicher bin, dass ich sie zu Tode tragen werde. Und ich fange gleich mal mit einem solchen Teil an. Das erste Teil vervollständigt farblich dieses Bild. Mann! Ich mag schwarz scheinbar. Es ist eine ganz einfache, unspektakuläre schwarze Jeans mit einem sehr, sehr gerade geschnittenen Bein, die bis in die Taille geht. Und diese Jeans ist ein Nachkauf. Ich habe all das, was ich euch heute zeige, bei ASOS gekauft. Und die Jeans hier ist von Mocky? Monkey? Es gibt zwei verschiedene Dinge, die auf der Jeans stehen. Ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Aber ich habe diese Jeans letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr um diese Zeit, schon mal gekauft und sie zu Tode getragen. Ein bisschen als Erklärung, diese Jeans hat eine sehr gute Qualität, aber ich besitze exakt eine schwarze Jeans, jetzt wieder eine schwarze Jeans, eine helle Jeans und eine dunkelblaue Jeans. Und ja, meine schwarze Jeans war einfach tot getragen und es waren inzwischen Löcher drin. Deswegen dachte ich, ist es vielleicht nicht so schlecht, die schwarze Jeans nachzukaufen. Ich kann diese Monkey, Mocky Jeans, wie auch immer sie heißen, auf jeden Fall sehr empfehlen. Die sind super bequem, die haben so einen sehr angenehmen Stretch-Anteil, dass man schon das Gefühl hat, alles ist irgendwie so an seinem Platz und es wabbelt nichts rum, aber es ist nicht so, dass man sich irgendwie eingeengt fühlt und dafür sind diese Jeans wirklich sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Das nächste Teil ist schon etwas farbenfroher. Und zwar ist das diese dunkelrote Bluse. Die hat einen sehr, sehr langen Reißverschluss hier vorne, hat lange Ärmel mit so einem kleinen Knopf zum Zumachen, die auch wirklich geschlossen sind. Und sie ist relativ lang. Und besonders mag ich an dieser Bluse diesen kleinen Schlitz, den sie an der Seite hat. Weil ich persönlich meine Blusen am liebsten so trage, dass ich sie einfach reinstecke in meine Jeans vorne und hinten so ein bisschen rausgucken lasse. Und das geht mit der hier wunderbar. Ich mag sehr an der Bluse, dass man so viele unterschiedliche Looks damit machen kann, wenn man von Looks sprechen kann in meinem Fall. Aber angenommen, man macht die so hochgeschlossen, man lässt den Reißverschluss ganz oben, einfach mit einem Dutt und vielleicht sogar einer kleinen Nerdbrille, wenn man sowas trägt, hat man einfach so einen leichten, ich hoffe, ich setze mich jetzt nicht in die Nesseln, indem ich das sage, aber so einen leichten Hipster-Look. Und wenn man die Bluse so ein kleines bisschen aufmacht hier oben und einfach so ein kleines bisschen lockerer hält, dann ist es einfach so ein sehr entspannter Alltagslook, den ich persönlich vielleicht mit offenen Haaren tragen würde. Und mit einer einfachen schwarzen Jeans, die ich ja jetzt wieder besitze, ist es einfach so ein schönes, unspektakuläres Outfit, was einfach mühelos ist. Und das ist das, was ich persönlich am allerliebsten mag. Ich mag deswegen auch diese Kombination Bluse-Hose wahnsinnig gern, weil ich finde Blusen sehr weiblich, man kann damit so ein bisschen spielen, man kann so ein bisschen größeren Ausschnitt machen oder kleineren Ausschnitt, je nachdem, was für einen Look man gerade möchte. Und in Kombination mit einer Jeans, die wirklich gut sitzt, ist es einfach ein Look, der super schnell zusammengeworfen ist, bei dem man sich nicht viel Gedanken machen muss und den ich persönlich wahnsinnig gern trage. Und ich mag einfach auch sehr die Farbe an mir. Ja, 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 ich mag die Farbe. Dass ich euch etwas wie das hier mal im Internet zeige, hätte ich nicht gedacht, aber ich tue es jetzt einfach, weil ich finde, das gehört auch dazu. Und zwar ist das dieser BH. Ich habe das, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr sogar schon bei Nilam gesehen. Die hatte so einen unfassbar schönen, schwarzen, einfachen BH und hat damit mit so Striemen den so ein bisschen aufgepeppt. Und ich mochte total diesen Look von einem einfachen, locker sitzenden T-Shirt, wo so ein bisschen diese BH-Striemen rausgeguckt haben. Und weil ich gerade erwähnt habe, ich trage wahnsinnig gern Blusen und spiele auch so ein bisschen mit Ausschnitt und so weiter, habe ich gedacht, wieso nicht auch mal einen BH kaufen, der so ein bisschen Striemen hat. Ihr seht gar nichts, wenn ich das vor mich halte. Es ist so, ist der nicht schön? Der hier hat sowohl diese Striemen am Ausschnitt, die ich sehr schön finde, als auch Striemen hier unten. Die hier unten finde ich nicht ganz so praktisch, weil sie nicht so vorteilhaft sind irgendwie, aber weil ich weiß, dass ich diesen BH definitiv mit lockeren Blusen trage und nicht mit Blusen, die so sehr eng sitzen, wo ich denken muss, oh Gott, hoffentlich schnürt der BH nicht ein, hoffentlich habe ich nicht irgendwie so komisches Rückenfett. Kann ich mir den sehr, sehr schön vorstellen. Ich habe auch versucht zu basteln, was Nilam gebastelt hat, aber ich war unfähig. Wenn ich das Video jetzt auf die Schnelle finde, packe ich das mal in die Infobox. Das ist wirklich ein sehr schönes Video und ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen. Aber bis dahin, bis ich das gebacken gekriegt habe, ziehe ich diesen BH hier an. Ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Ich habe als ganz junges Mädchen sehr viel Ausschnitt getragen, dann lange, lange gar keinen. Und jetzt komme ich gerade wieder so auf den Trichter, dass ich denke, warum eigentlich nicht? Ich mag meine Brust, ich mag mein Dekolleté, ich finde, das sieht schön aus und warum nicht ab und zu zeigen? Ich muss ja nicht
alles zeigen, aber ich kann so ein bisschen rausblitzen lassen. Ich persönlich mag das sehr gerne, weil es so ein bisschen subtil ist. Und ich finde, mit so einem BH kann man wirklich ein bisschen subtil blitzen lassen. Das nächste ist ein Kleid, bei dem ich glaube ich bin mir nicht sicher, ob ich vielleicht ein bisschen Hilfe brauche. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, eure Meinung dazu zu hören. Und zwar ist das dieses Boho-Hippie-Kleid. Ich kann es ehrlich gesagt nicht anders beschreiben. Die Farbe finde ich persönlich sehr, sehr interessant, aber mein großes Problem ist, dass ich nicht weiß, ob mir die Farbe steht. Ich bin ja sonst ein Typ, der eher so kräftige Sachen trägt, ein dunkelrot, ein schwarz, irgendwie einfarbige Sachen, und das hier ist nun A, nicht einfarbig und B, relativ hell für mich, aber ich liebe, liebe, liebe den Stoff. Ich liebe den Schnitt. Ich mag, dass es so locker sitzt. Es ist wirklich auch eins von den Kleidern, was man anzieht und denkt, ja. Dieses Kleid ist super weiblich geschnitten, was für meine Figur sehr schön ist, denn es geht genau in der Taille zusammen. Es hat so einen kleinen Gürtel mit so einem Bommeln vorne dran, mit dem man so ein bisschen auch noch zurechtzurren kann, wenn man es ein bisschen enger haben möchte. Es geht knapp übers Knie und es hat diese wunderschönen Trompetenärmel, die aus irgendeinem Grund was an meiner Haltung machen. Ich kann es euch nicht erklären, aber das ist wahrscheinlich auch die Faszination mit neuen Klamotten, die einfach irgendwas mit einem machen, weil man denkt, ich fühle mich gut oder das fühlt sich gut an, wenn ich meinen Arm so bewege, weil der Ärmel dann schwingt. Bin ich irgendwie seltsam, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich dieses Kleid so schön. Ich bin mir, wie gesagt, noch nicht sicher wegen der Farbe. Das ist mir aber erstmal egal, denn wenn ich wirklich feststelle, dass ich es nicht anziehe, weil ich mich mit der Farbe nicht so wohl fühle, kann ich es immer noch umfärben. Ich bin ein großer Freund vom Umfärben. Aber ich mag eigentlich die Farbe, ich mag dieses Muster, weil es einfach so ein bisschen altmodisch ist. Ich weiß, dass es einigen von euch wieder nicht gefallen wird, aber ich persönlich liebe diesen altmodischen Stil mit Sachen, die einfach aussehen, als hätte man sie von Omi geerbt, und das sieht definitiv so aus und ich liebe, liebe, liebe dieses Kleid. Ich hoffe, ich trage es und ich wäre sehr dankbar, wenn ihr mir mal schreibt, was ihr davon haltet. Wie immer habe ich nicht viel gekauft, aber Teile gekauft, die ich wirklich gut auch kombinieren kann mit Dingen, die ich in meinem Schrank habe und die ich einfach sehr, sehr schön finde. Mich würde natürlich auf jeden Fall eure Meinung interessieren, also schreibt sie mir gerne. Weitere Hauls findet ihr hier. Ansonsten passt gut auf euch auf und wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann.